Also Asima, herzlich willkommen zum heutigen Talk auf der Biwak-Insel. Thema ist wieder die Zuversicht. Alle haben damit zu kämpfen, der eine mehr, der andere weniger. Aber ich will heute gern mal erfahren, wie ist das so bei Ihnen mit der Zuversicht? Sind das eine zweiteilige Sache, wo man sagt, als Lehrer und Verantwortlicher in einer Musikschule ist eine Zuversicht anders gestaltet als die Zuversicht für persönlich? Ich würde einmal vorschlagen, dass wir mit dem persönlichen Zuversicht anfangen. Was ist so für Sie wichtig, um zuversichtlich sein zu können? Ja, zu Anfangs hatte ich ein Lied gespielt, das mir sehr am Herzen liegt. Es war im Böhmerwald und ich finde das genau solche Lieder. Musik ist natürlich mein Leben und ich mache ja Musik, seitdem ich ein Kind bin. Solche Lieder, die bringen für mich unglaublich viel Zuversicht, weil eigentlich da auch ganz viel Zuversicht drin steckt. Zum Beispiel denken wir uns diese Geschichte mal der Egerländer, die sich hinter diesem Lied verbirgt. Und wie viel Zuversicht hatten sie damals, als sie nach Deutschland kamen und eben auch hier was aufgebaut haben. Und diese Zuversicht, wir haben das ja heute auch noch in der Gesellschaft, die müssen wir in uns aufrechterhalten. Allerdings können wir das nur in uns machen. Also wir können keine Zuversicht erwarten von irgendwelchen prominenten Leuten oder sowas, sondern wir müssen die Zuversicht im Prinzip bei uns persönlich in uns suchen. Und dafür hilft natürlich der Glaube und so sehe ich auch meine Tätigkeit natürlich immer zuversichtlich, denn die Musik hat es immer gegeben und wird es immer geben. Und ich habe dann das Gefühl, ich diene einer höheren Sache eigentlich, ähnlich wie das natürlich ein Vertreter der Kirche tut oder des Sports, also Dinge, die über die Jahre immer gleich bleiben, über die Kulturen, über die Jahrhunderte und wir bleiben dieser Sache treu und es gibt mir Zuversicht, weil es war vor mir da und es wird nach mir da sein. Und das finde ich eine zuversichtliche Sache eigentlich, weil auch ich dieser Jugend oder den Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, eben beibringen kann, Teil dieser Zuversicht zu werden. Also dieses Gedankens, ich spiele ein Lied von Antonín Dvořák, das wurde vor Hunderten von Jahren komponiert und wird in vielen Hunderten von Jahren noch gespielt. Und man ist dann ein Teil eines Unvergänglichen. Und das macht mich zuversichtlich. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon bei dem zweiten Punkt von unserem Fragekatalog, weil mich hat beschäftigt, dass ja Musik eine gewisse Magie ausstrahlt und die auch eine heilende Wirkung hat. Mir ist da auch die Zurück in die Zukunft eingefallen, aber es ist eigentlich ein Spiel mehr mit den Gedanken, dass ich mir gesagt habe, sie ist zeitlos. Also man kann es hin und her versetzen, wie man möchte. Ja. Ne? Und ja, wie ist das so mit dieser Magie? Wie empfinden Sie das? Logischerweise empfinde ich das natürlich als ganz große Magie. Das ist ja der Sinn meines Lebens sozusagen. Aber ich empfinde das auch bei vielen meiner Schülerinnen und Schülern oder auch bei den Musikern, mit denen ich zusammenspiele. Es ist einfach... Ja, es ist eine Riesenmagie drin. Das heißt, wenn ein Tag stressig war für die Leute, auch die im Berufsleben stehen, und ich setze mich dann an mein Klavier oder an mein Akkordeon oder gehe in meine Blaskapellenprobe oder in die Chorprobe, egal was man da machen mag, oder klassisches Orchester, das ist so eine andere Welt. Ich sehe da eine gigantische Magie darin und ich beobachte es zum Beispiel auch meine Kinder, hatten natürlich jetzt zu Corona-Zeiten auch viel Probleme, die so alle hatten, also zu Hause bleiben und Homeschooling und dergleichen. Aber die Musik trägt sie halt immer weiter. Die spielen dann und dann ist eigentlich die Stimmung immer sehr gut und so. Persönlich empfinde ich das auch. Also für mich ist Musizieren eine Basis der Magie sozusagen. Stichwort Versöhnungsbereitschaft, was sich ja auch in der Zuversicht verbirgt. Man muss also auch im Gegenspiel oder im Miteinander sich ja irgendwo auch immer wieder zurechtfinden. Und wie ist es da mit dieser Versöhnungsbereitschaft als Synonym? Ich meine, man kann ja jetzt schlecht immer im Orchester sich wiederfinden und da die Stimmigkeit empfinden. Man muss ja jetzt Kompromisse finden, um weiter auseinanderzusetzen, Orchester verschlanken. Und ja, wie handhaben Sie das, diese Versöhnungsbereitschaft? Ja, gut. Ich bin ja, wie anfangs schon erwähnt, der grundsätzlichen Meinung, alles kommt von innen heraus. Egal, ob ich jetzt gläubig bin oder ob ich anderen Lehren da folge, ist doch immer eins gleich.
die Zufriedenheit kommt von innen. Und die Versöhnen, also ich finde, im Moment haben wir so Begriffe, die gerade sehr wichtig sind, wie auch Achtsamkeit oder eben auch Bereitschaft zur Versöhnung. Da sehe ich halt einen ganz wichtigen Punkt in einem gemeinsamen Zusammenkommen, egal wie, also in einem kollektiven Zusammentreffen der Menschen und hier halt unter dem Tenor der Musik. Also ich empfinde das als Versöhnungsbereitschaft, würde ich sagen, ist da ständig da, ne? Weil wir ja eigentlich, aber das ist, möchte ich jetzt nicht nur auf die Musik beziehen, das ist im Sport sicher ganz genauso, weil da geht es um was anderes. Ich denke immer, wenn wir mal feststellen, dass wir alle sozusagen doch grundsätzlich gleich sind und dann eigentlich feststellen müssen, wir haben alle die gleichen Probleme und wir haben alle die gleichen Gedanken und alle haben auch die gleichen Zukunftsängste unter Umständen, aber wir müssen einen Weg finden, in uns selbst das zu ändern, finde ich. Und da ist die Musik natürlich wahnsinnig gut. Und auch gehört für mich all diese Begriffe Zuversicht, Versöhnung, Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit, das sind alles so gegenseitiges Beachten der anderen Person, das gehört alles in unserem Bereich mit dazu und empfinde ich persönlich als wichtigen Basispunkt meines Lebens auch. Fein, das gefällt mir gut, dass das so schön läuft mit unserem Interview. Wir sind quasi schon am Ende des Interviews angelangt. Meine Frage ist dann immer noch, wenn Sie auf andere Menschen treffen, die auf der Suche nach Zuversicht sind, was kann man denen noch als Rat geben? In gewissem Sinne haben wir das ja schon gut zum Ausdruck gebracht bei unserem bisherigen Gespräch. Haben Sie noch eine Sache, die Sie so auf dem Herzen haben, was Sie weitergeben möchten an die, die auf der Suche sind? Nicht so viele Fragen stellen, mehr machen. Einfach grundsätzlich denken, es gibt irgendeine Kraft, die uns weiterzieht und weiterleitet, egal wer oder was das ist. Und einfach positiv in die Zukunft blicken und auf die innere Mitte achten. Also ich bin immer der Meinung, habe ich ja schon dauernd gesagt, aus mir selbst kommt die Kraft, nicht von den anderen. Ich kann es nicht erwarten, dass andere Menschen mir eine Kraft für irgendwas geben, die ich selbst nicht akzeptiere. Erst wenn ich es akzeptiere, können mir die anderen mir das geben. Und das wäre also mein Tipp, suche die innere Mitte. Dann danke ich ganz herzlich für das heutige Interview. Und wünsche Ihnen noch weiterhin viel Glück und Gesundheit und Erfolg in der Arbeit mit den Menschen. Danke. Wünsche ich Ihnen auch.